Ja, hallo allerseits. Mein Name ist Michaela Rehnke und ich organisiere seit nahezu fast 2 Jahren die Mahnwachen am NDR Landesfunkhaus. Und wir setzen uns dafür ein, dass die Medien, insbesondere der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der uns ja eigentlich gehört, über die Gebühren, die wir da zu zahlen, bereit sind und auch gezwungen sind, dass die ausgewogen und vollständig nach Möglichkeit berichten. Und das tun sie nicht. Und das tun sie auch in der Causa Sturzenberger wieder nicht, weil es sind wieder alle Themen wichtiger als den Islam, also den Islam und den politischen Islamismus zu benennen und auch die Gefahren zu benennen, die dieser Islamismus mit sich bringt für uns. Ja, insbesondere möchte ich dafür werben, wir haben nächste Woche, also jetzt kommende Woche, unsere 100. Mahnwache beim NDR Landesfunkhaus am Mittwoch. Und ich möchte euch alle einladen, dabei zu sein, dass wir dem NDR zeigen, wir sind nicht nur 5 Leute oder der harte Kern oder wie auch immer, sondern wir sind viele und wir nehmen das nicht mehr hin, wie diese Berichterstattung stattfindet. Wir nehmen es nicht mehr hin und bei den privaten Medien haben wir keinen Einfluss, weil da zählt das, was der Geldgeber möchte. Aber beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben wir schon eine gewisse Macht, weil der gehört eigentlich uns. So, das wollte ich dafür sagen. Also 16 Uhr Mittwoch beim NDR. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich möglichst viele von euch zu Gesicht bekomme. Okay, das war alles. Vielen Dank.